Hallo und herzlich willkommen zu der was weiß ich wie vielten Folge Minecraft Skysolated. Letztes Mal haben wir gesehen, wie wir die Tür geöffnet haben beim Brainiac und Schneckball und wir warten immer noch sehnsüchtig darauf, dass sie zurückkommen. Ah, stimmt, ja, wir sind noch gar nicht zurückgekommen. Und da ist ein Enderman gespawnt, den mach ich mal platt. Was, du machst den Ad? Ich mach ihn platt. Ad, platt. Ich habe immer noch nicht gerafft, wo der Eingang zum Keller ist. In der Küche ist ein Aufzug. Okay. Ist der jetzt echt da oben drauf? Ich möchte hier nicht am Rand gehen, ey. Wo bist du? Ich suche den Eingang zeigen. Ich suche den Ender. Der ist oben auf den. Ja, ich komme ja schon. Na, ich will auch da hoch. Meh. Dann baue ich ein Jetpack. Gar nicht viel Arbeit. Gar keinen Bock darauf. Ah, jetzt ist er weg. Jetzt ist er auf deinem Feld. Hello, you fool. I love you. Da hinten. What? Oh, wo bist du? Bei den Explosivhühnern. Hey. Enderperle. Echt? Pass auf, dass die Hühner die nicht fressen. Die explodieren dann. Mein Dings ist voll. Mein Bums ist voll. Dein Dingsebumse? Mein Dingsebumse. Dingsebumse. Du hast sie ja auch in den Keller getan, oder? Was denn? Die Enderperlis? Ja, bei Mob Drops. Gut. Geh ich auch mal gerade dahin. Warum ist die Minecraft-Musik so laut? Meine Güte, ich hab die doch auf 13% gestellt. Jetzt sind auf 13? Ja, ich muss die auf 3% schalten, damit das cool ist. Krass, Alter. Ey, total krass. So, lieber Harvester, dann mach mal dein Werk. Energy kriegt er so ganz langsam, ja. Und er baut es ab. Und die Hecke? Was ist mit der Hecke? Typ. Oh, jetzt wo der Harvester wieder arbeitet, habe ich hier extreme Lag-Probleme. Ich habe hier ein bisschen Lag-Probleme. Was ist los? Mir am Arsch. Was ist los? Ist die Vanilla-Textur und das müsste doch ein bisschen sparen. Oh, ich sollte echt mal 64-Bit upgraden hier. Solltest dir mal einen neuen PC zulegen. Ja, Spendenkonto blende ich nachher ein. Ja, genau. Das wäre nice. Ja, Mann. Da gibt's einen YouTuber, der das gemacht hat. Echt jetzt? Ja, Mann, der hat seinen Laptop von ihm geklaut. Und er hat doch seine Fangemeinde echt dazu aufgerufen, hier, wenn ihr wollt, könnt ihr mir Geld geben. Juhu! 1200 Tage zusammen auf einer Spinne. Was? Nein. Entschuldigung, ich wollte schon unterbrechen. Naja, der hat halt 1-2 recht schnell zusammen gehabt. Oh, so nice. Aber der macht gute Dinge auf YouTube. Der macht hier Chatroulette und verarscht die Leute dabei. Ist witzig. Okay. Und dafür brauchen wir einen super PC. Nee, brauchen wir nicht. Wie heißt der? Drew Malino, genau. Ich mach schon wieder unfreiwillig Werbung. Jetzt fehlt mir ein Cobblestone, ey. Ich glaub, ich fall ins Leid, ey. Willst du mich verarschen? Boah, es ruckelt bei mir, alter Schwede. Muss ich jetzt bei Vanilla was ausschalten, damit's läuft, oder was? Video-Settings. Render das ins Fahr, ja, ist klar. So. Normal. Normal, alter, normal. Es ruckelt immer noch, es ruckelt. So, Keller fertig. What the fuck? Schöner Keller. Hallo. Tickets. Guck, ist runter. Weg bin ich. Da bin ich weg. Du hast ihn ja auch getan. Ja, ich hab's extra gecovert mit diesem. Ich hab halt eine weiße Fliese dafür weggeholt. Ich guck mal, ob ich die noch da drüber legen kann. Und hier machen wir dann unseren geheimen Vorratskeller oder was? Oh, geil. Wir können sogar. Oh, verdammt, das geht nur in. Runter können wir noch, wenn die Fliese drauf ist, aber hoch nicht mehr. Jetzt haben wir ein Problem. Nö, du kannst doch fliegen. Ja, okay. Wir könnten auch einfach hier durchgehen. Du bist so ein Troll, Alter. Da soll ja noch Glas hin, Mann. Nimm ich ne Troll. Chill, Dickra. Oh, boah, ich wüsste mir gern, warum er runterkommt, aber nicht mehr. Wann kommen hoch. Die denn wieder? Da müsste doch jetzt alles voller Creeper sein. Gar nicht mehr. Nee, ne? Wollen wir sie mal fragen, wo sie bleiben? Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu auffällig. Ja, ne, meinst du? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Übrigens, ich habe mal die. Sprich weiter. Diese Barrels, ne? Die Better Barrels von Jabba, die kann man auch noch upgraden. Ja, klar. Extrem weit sogar. Ah, ja, klar.
habe ich mir gedacht, könnte man eigentlich für unsere Holzfarm nehmen. Für unsere Holzfarm? Ja. Und eigentlich... Jein. Man das, könnte, das Doofe daran ist ja. Eben dann, dass wir dann halt nur auf eine Art Holz uns spezialisieren können. Weil du kannst ja da nur eine Sache reinmachen. Ja, stimmt. Das ist halt blöd. Blöd mit PH. Außerdem, wer braucht so viel Holz, ne? Ja, ich denke mal, wir haben eigentlich genug. Definitiv. Aber was wir noch machen können, was aber eigentlich auch sinnbefreit ist, weil wir genug Holz haben. Aber ich erzähl's trotzdem. Wir könnten hier noch einen Redstone Furnace einbauen, der dann aus dem Holz Holzkohle macht und es erst dann in den Steam Dynamo schießt. Ja, dann mach du. Nee, kein Bock. Ich habe ja nur gesagt, man könnte. Woher wusste ich das dann nur? Ohne Scheiß. Lennt die Axt überhaupt hier mal? Ohne Scheiße. Ich finde die Vanilla-Texturen besser als die JST irgendwas Texturen. Muss mal meine Axt ein bisschen leveln. Ja, so ein bisschen besser. Weil beim Abbauen von Schleim levelt die nicht. Mhm. Creeperhorn. Was ist eigentlich mein Ziel gewesen letztes Mal? Bienen. Ach, ich hau ein paar Creeper und guck gleich, was in der Bienenquest los ist, ey. Das hat mich doch ein bisschen beunruhigt gerade. Sag mal, laggt bei dir der Server? Nope. Alles da, gut, alles gut. Das ist aber auch ein Monsterschwert, ey. Danke. Bitte? Ja. Ich stecke es lieber in die Scheide. Ja, noch das ist damit nie verkehrt. Sieht geil aus, dass wir auf diesem riesen Baum eine Workbench haben. So, ja, ne? Geil oder nicht? So, ich will bauen. Und zwar brauche ich dafür, um mal anzufangen. Jetzt springt er hier nicht. Ich habe den Keller da unten ja nicht umsonst gebaut. Der fliegt die Treppe hoch. Ich brauche Glas. Was willst du mit Glas? Ja, den Keller unten noch zumachen. Ah. Da könnten wir eigentlich mal Glas Panes benutzen. Davon haben wir nämlich noch sehr wenige benutzt. Ja. Gerne. Machen wir mal ein paar Glass Paints. Wie müssen die denn nochmal. Ich muss gerade überlegen, wie die nochmal gemacht werden. 6? Ah ja. Okay. Stopp. Ich mach mal ein bisschen was anderes. Bam. Das müsste nochmal reichen. Ich geh mal in den Keller mich fremdschämen. Ja, und ich komm zum Lachen hinterher. Okay. Plutsch, weg ist er. Hab ich noch? Ja, hab ich doch irgendwo gehabt. Stahlpickaxt, genau. Stahlpick heißt die einfach. So, ich hoffe, da ist jetzt noch was unter. Natürlich nicht. Das macht das ganze Unterfangen noch etwas dramatischer. Das ist gar nicht so einfach so zu bauen, ne? Von unten können sie auch gehen, ja. Machen wir sonst einfach. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Oder andersrum? Ja? Ja, das geht. Da ist schon einer. Komm mal nicht so nah ran jetzt. Wie, komm mal nicht so nah ran? Ich bin im Keller. Ach so, da soll ich da nicht cool, so nah ran? Gut. Verprügelst du schon wieder Hühner mit deinem Questbook? Ja, genau. Nein, ich bin hier gerade. Ich bin hier gerade. Was mache ich eigentlich? Treppen bauen. Das ist gefährlich. Hühner mit deinem. Treppen bauen ist gefährlich, da musst du fernbleiben. Treppen bauen ist gefährlich, ja. Okay. Ja. Keine Ahnung, was da drin gefährlich sein soll. Ah, okay. Wenn da unter der noch gebauten Treppe nichts ist, ist das gefährlich. Jawohl. Na, Jetpack. Stimmt. Ich vergaß dich gleich. Wen? Ach so. Dung, 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 dung. Glaspanes gefallen mir ja doch nicht so gut, aber jetzt mache ich hier alles zu damit. Viel besser. Kannst gleich mal runter in den Keller schauen kommen, der ist nämlich so gut wie fertig. Wenn du möchtest. Ja, sofort. Was übrigens bei deinem Keller unter dem Harvester gar keine
Glasplatten oder sonst irgendwas reingebastelt. Das sieht unfertig aus, junger Padawan. Glasplatten? Wozu Glasplatten? Noch als schöner aussieht. Unterm Harvester? Ach so, ja, meinst du? Ja, diesen Keller, der ist noch offen. Ach so. Da zieht's! Da krieg ich einen steifen Hals. Warum hast du jetzt da eine Treppe hingebaut, Idiot? Ich weiß nicht, vielleicht sieht das schön aus. Hey! Mann, lass das! Ich prügel dich mit Glas. Aua! Sieht das schön aus? Nee, mach das weg. Ich muss ja nachher noch bauen. Ne? Das hier wird ja nur ein bebaubarer Raum. So, joink. Ah, oh, ich wollte dich gerade abschießen. Kommst du hoch? Ich glaube, ich traue mich kaum, ey. Treffer! Ey! Wow! Was zur Hölle war das? Achso, ich habe mich auf den Stuhl gesetzt. Wie komm ich denn da runter? Ach, Shift, genau. Ah, Hilfe! Kann ich auch einen Bogen entspannen? Ach ja, indem ich einfach die Waffe wechsle. Richtig. Jallo! Ah, sind sie wieder da? Yep. Und Creeper auf schon wieder Saplings? Ich glaube eher nicht. Aber vielleicht machen sie gerade die Anmod. Und währenddessen geht die Sonne unter und die Monster spawnen. Alter. Fieseste Lache ever. Ja, ganz fies. Herrlich, herrlich. So. Sag mal. Ach, du hast hier die Treppe gemacht. Ja. Ah, okay. Das, was ja, wir eigentlich hätten schon in Folge 2 oder 3 so machen können. Ja. Basic Materials and Processing bei Anonymous. Oh, Anonymous? Schreibt Bücher für Minecraft? Ach, die ganze Kacke hier brauchen wir doch eh nicht. Ich hab schon wieder Mobdrops. Mobdrops. Mobdrops? Mobdrops. Ah, ein paar Pfeile will ich aber behalten. 19 Stück. Gerade Spaß am Bogen. Alter, hier sieht's aber schön aus. Findest du? Wo denn? Ja! Und noch am Leben? Ja, yep. Ich bin rausgeflogen. Bist du am Messer am Leveln oder was machst du? Nö, ich hatte gerade Lust da reinzufliegen. Jetzt habe ich ja wieder Mobdrops im Inventar, aber jetzt gehe ich nicht wieder in den Keller, ey. Ich habe doch extra für die scheiß Mobdrops vor der Tür eine Kiste. Ach stimmt, wir haben eine neue Mobdrops-Kiste. Mobdrops-Kiste? Mobdrops-Kiste. Da können wir eigentlich auch einfach einen Dispenser dran hauen, der das alles immer ins Void schmeißt. Wieso Void? Da ist ein Herz, ach, ein Rottenheart. Ach, das packe ich mal in die Kiste drüben. Doch, den Weg mache ich mir jetzt. Fürs Rottenheart. Oh, hier sind ja Eier. Eier. Kein was Huhn. Ist denn? Ein Huhn. Nein, nicht schon wieder. Was Nein. ist los? Komm mal hin. Sie? Nein, komm her. Komm her, es ist nichts mit mir passiert. Es ist was mit der Umgebung passiert. Komm her. Okay, der Harvester hat wieder das Zeug abgemacht. Ah, ich wusste ja. Genau so ist es. Brauchst nicht kaum, weiß Bescheid. So, ich will mal gucken, komm. Ist jetzt diese ganze. Ja, genau so habe ich auch gedacht, ey. Das sieht voll cool aus. Ja, allerdings. Oh Mann, ey, das ist echt kacke. Okay, jetzt mache ich aber. Bau doch einfach eine Plattform woanders hin. Ja, ich mach jetzt. Du wolltest jetzt eigentlich sowieso dein Apiarium oder wie das Ding heißt, bauen, ne? Ich mein, was? Das Apiarium. Erinnerst du dich noch daran? Ein Apiarium? Dieses Bienending? Ja, ja, ach, so heißt Bienen das. Zu machen. Ja, stimmt. Ja. Und das dafür braucht eh man keinen Wald mehr, oder was? Nö. Ja, denn? Na denn? Scheiß auf die Büsche. Scheiß in die Büsche. Mann. Oh, Mann. Dünn. Ach, kennt sie. Und traurige Minecraft-Musik. Ich kann's nicht mehr hören. Ah. Bitte?
Ich mach Musik an, Alter. Alter, ey, Alter. So, dich, Alter. Jetzt bin ich mal kurz nicht im Spiel, ne? Aber ich nehme. Ja, pass auf, dass deine Aufnahme nicht abschmiert. Ne? Ja, fuck. Zu spät. Was ist das? Alternative Punk oder was? Yo, Punk. Wie bitte? Punk. 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 Wahrscheinlich jetzt richtig laut. Pankreas. Hey, der Gabimbam, das war laut. Entschuldigt bitte. Da draußen. So, was, ich hoffe, ich habe keine Boxen geschrotet. Geschrotet? Ansonsten die Rechnung bitte an Notoka aufs Brot. Was klar. Wieso denn bitte schön ich? Hallo? Was ist los? Was? Ich brauche fast einen. Hoppa. Noch zu laut eigentlich. Noch zu laut. Aluminium und eine Chest dafür, okay. Back to game. Okay, das Affenarium oder was? Nein, nicht Apiarium. Apiary. Oh mein Gott. Ich habe zu viel rumgeklickt. Da hatte ich kurz einen Blackscreen. In Minecraft. Cultivating Bees heißt die Quest und ich brauche dafür ein Apiary. Zack, 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 zack. So. Dafür bekomme ich ein Tropical und ein Marshy Hive. Und ein Leben. Boah, ist das anstrengend, wenn man so lange nicht mehr Grand Skies gespielt hat, ey. Yeah. Oh, ich muss alles suchen gehen, aber wirklich alles. Haben wir kein Clay mehr? Doch, wir hatten noch irgendwo Clay. Clay, Clay, Clay. Oder sogar Porcelain Clay. 7? Impregnated Casing brauche ich und dann brauche ich irgendwie Holz einfach dazu. Na klar, hab ich gesagt, ey. Also ich brauche einen Carpenter und dann muss das... was? Ach so, nee. Haben wir kein Bone Meal hier? Doch, und... Seed Oil Can. Brauche ich da auch für, oder was? Da, also Bone Meal, sehr schön. Holz. Holz? Hallo, ich hätte gerne Holz. Unser Hausmeister früher in der Grundschule hieß Herr Holz. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Jetzt kann man über Google rausfinden, wo du wohnst. Nein! Meinst du? Klar. Fieden, Alter, Fieden! Ich habe sogar noch Seed Oil hier, aber... Was bringt es mir? Ah, da kann ich ein Impregnated Casing mit herstellen. Kann ich Casing den oder nicht Casing? Rausnehmen? Casing. Aber wieso? Brauche ich dafür etwa noch mehr Seed Oil? Oh, ja, so geil. Oh my gosh. Du hast hier ein Loch gelassen. Das muss ausgebessert werden. Da ist ein Loch. Das muss weg. Wo? Da ist ein Loch. Da kann man durchgucken. In unseren Keller. Durchgucken. Ja, komm, warte mal, ich hab noch Greenstained Clay hier. Nein, so. Unglaublich, also diese Amateure. Ich geb dir gleich Amateure, ich geb dir gleich Analteure. Bitte? Was? Wo ist denn unsere Technikkiste? Da. Nein. Okay, das hat's auch nicht gebracht. Was fehlt denn dann noch? Seed Oil. Hallo? Und dann kann ich... Ich verstehe es nicht. Sag mal, wir hatten doch von jedem Generator, von jeder Generatorart hatten wir doch mindestens einen. Oder? Ich glaube, da fehlten noch ein paar. Ja, es gibt nur drei und zwei haben wir. Komm mal bitte kurz zum Carpenter. Ich rall's nicht. Warum kann ich das nicht rausnehmen? Das müssen wir eh auf nächste Runde verschieben, weil wir schon bei 19 Minuten sind. Mäh. Ach so. Nee, alles gut. Ah, okay, ja doch, das ist er. Ach, das der ist funktioniert wie eine Machinist's Workbench. Das muss mir auch mal jemand erzählen. Heated Redstone Generator, ist das der? Ja, ich meine, der hat aber auch nicht der? Umsonst da unten ein Inventar. Ja, ich glaube, das ist der. So. Brauche ich jetzt noch? Ich brauche noch ein Fluidukt. Muss ich
das hier? Ja, verdammt, das war natürlich auch unten. Nee, muss ich nicht. Wo muss ich das denn machen? Ah, da muss ich wieder da. Zack. Ach, Planks, okay, ich brauch... Ach so, nee, warte. Planks und Slabs. Slab da. Base, bitch. Netherrack. Ein Feuerzeug. Hätte einmal auch gereicht. Das ist da 5, 6, 7, 8. Das da. Und ich habe Apiari. Da? Ja, sehr gut. Aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich muss nochmal lesen. Oh Mann, mein Englisch ist so geil. Ja, so geil. The first step towards building a massive army of bees is to get the cultivating bee species. First you will need to breed any two different hive bees, such as forest and meadow, until you get a common princess and a common drone. Breed these together a few times to get... Verstehst du eigentlich irgendwas von dem, was du vorliest? Ja, natürlich. Then breed... Ah, ich nehme Schnitt. Come on, drones to hive bees until you get a cultivated princess and drone. If you are willing to spend a lot of power, Gandustry can bypass the... Ah, du musst Abmond machen. Build a military game, produce and supply it with power and... Sag mal, wie viel Text ist denn das? Viel. Also das Ding ist zum Züchten. Das weiß ich. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und schade, dass die indirekte Attacke nicht so wirklich funktioniert hat. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen... Wir sind halt einfach noch immer zu sozial. Ja, wir müssen dann nochmal rüber, würde ich sagen, nächste Folge. Ne? Ja, mal schauen. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.